Hallo Civilization-Fans, willkommen zu Folge 28 von Thomas Schmidt. Civilization 6 mit England. Mir geht es persönlich wieder etwas besser. Die Erkältung klingt ab, so dass wir hier eine Runde aufnehmen können. Sehr gut. Müssen wir schon schauen. Nehmen es auch auf. Ja, perfekt. Das ist immer schwierig. OBS Studio hat leider kein Overlay, oder ich habe zumindest noch keines gefunden, wo man sagen kann, nimm doch mal auf. Beziehungsweise was mir im Spiel anzeigt, dass es gerade aufnimmt. Wo war denn hier ein Naturwunder eigentlich? War da bestimmt irgendwo eins. Irgendwer hatte den Flutschirm entdeckt. Egal. Aber hey, mit dir kann ich da nicht durch. Okay, geh mal da durch. Das passt schon. Vielleicht mit Peter offene Grenzen. Das wäre natürlich toll. Gucken wir mal. Kümmern, offene Grenzen. Haben wir offene Grenzen? Was? Nicht offene Grenzen. Ganz was Neues. Das ist. Nee, das ist ja hier auch, ne? Die Troller. Open Ground, Open Ground. Jetzt will die wieder. Ja, dann. 20. Ich. Okay, interessant. Also das ist, glaube ich, die Behandlungstaktik. Interessant, gut zu wissen. Das ist mir nämlich schon mal aufgefallen. Die gehen noch ein bisschen zurück. Wenn es auch in ihrem Interesse liegt, dann ziehe ich schon mal zurück. Aber schön, von 4 Gold und 30 mal 2, also von 64 Gold insgesamt auf 10 Gold runter gehandelt. Das ist doch schon was Gutes. Oh, wer hat denn hier Krieg miteinander? Ägypten mit Japan. Ja, da schau her. Oh, die hat 3 Sterne. Die ganze Armada. Das heißt, es sind 3 Einheiten zusammengefasst. Das müssen wir uns gleich noch näher anschauen hier. Oder hat die einfach nur Es gibt drei 7 Weltwunder. Belieferungen? Die Terrakotta-Armee ist das 8. Jacques Chirac. Alles klar. Terrakotta-Armee ist sehr ja, beeindruckend, möchte man sagen. Wirklich sehr beeindruckend. Ich habe nur meine Kopien gesehen in Berlin. In der Ausstellung, das hat sich wirklich gelohnt, dahin zu gehen. Jede Figur, zur Information, jede Info Figur hat andere Gesichtszüge. Es gibt keine gleichen Figuren da drin. Das zur Information und die stehen jetzt auch schon eine Weile. Wie lange müsste ich gucken? Wir sind jetzt hier in Manchester nach. Jo, aber bis. Schauen wir mal, jetzt kriege ich natürlich aus allen Städten Wissenschaft, das ist natürlich klar. Oh, Kyoto. Geht los. Was Tokio für eine Krami-Farbe, ich kann immer noch lachen. Manchester. Forschung brauchen wir nicht. Kraftwerkproduktion. Ja, mechanisierte Infanterie. Ah, noch ein bisschen fahren. Ah, guck an, den Binnensee. Ein Binnenmeer. Binnensee. Quatsch. Banza Kongo baut. Oh, ein Wohnviertel brauchen wir hier. 4, 4, 5, 5, 5, 6. 4, 5. Nehmen wir den hier. Das Wohnviertel, alles klar. Dann schauen wir. Ja, wir sind auf dem Weg zum Wissenschaftssieg.
Wir brauchen jetzt natürlich Produktion, 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 Produktion. Vor allem in Liverpool. Da wird in 19 Runden der Erze der Binnenstadt fertiggestellt. Von meinen Konkurrenten. Schauen wir mal, was da aussieht. Religionssieg ist weit entfernt. Herrschaftssieg sind wir auch weit entfernt. Wissenschaftssieg. Ja, da sind wir auf dem besten Wege. Mit 360 Wissenschaft. Wir haben allerdings auch viele Städte. Das muss man dabei immer beachten. Zungi ist eine 650 Quadratkilometer große Fallgrube, bestehend aus massiven Obelisken und durchsetzt mit schroffen Spießen. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Das ist Zungi. Okay. Splitter vom Kreuz Jesu. Aha. Ein großes Werk produziert. Ach du Heiliger. Krasse Sache. Aha. Das ist sehr interessant, das habe ich jetzt eigentlich gewusst, dass um diese was geht. Viertel Aquädukt, und das Ruhrgebiet, was ist das denn? Glauben? Aha, okay, da ist die Produktion. Das ist schon was. Wir bauen, was bauen wir denn in Leeds? Duration Ivy. Möglich die Herstellung von Thermonuklearwaffen. Alles klar. Das werden wir mal ein bisschen losmachen. So, was ging hier ab? Panzerabwehrmannschaft, Beförderung. Kommt das denn zustande? Ein Bumbi, üblicherweise, klar. Bamba auch. Wissen wir. Passt. Ja, ja, ja. Der Kalte Krieg taut nicht auf. Er brennt mit tödlicher Hitze. Das ist wohl wahr. Produktion für Marineeinheiten, interessant, und Eindämmung. Jeder Gesandte. Währenddessen sitzt er in einer anderen Regierung. Ja. Das lassen wir weg. Muss man nicht ändern, die Politik. Einheit benötigt Befehle. Liverpool. Liverpool braucht für allen Produktion, Produktion, Produktion. Manchester 4, London 6. Jo. Auf geht's. Erstmal den Panzerabwehrmenschen hier. Wo steckt der? Wo steckte der? Stark. Hier. Wo habe ich dich denn jetzt eigentlich wieder hingeschickt? Du bist jetzt eine. Was machst du hier? Du warst ja gerade noch an der Rezion. Naja. So, dann fahren wir weiter in den Wald hinein. Oh, dann laufen wir weiter. Dann fahren wir mit dir mal herunter. Gut, nächste Runde. Okay. Großen Schriftsteller F. Scott Fitzgerald erhalten, oder? Wenn dem so ist. Bumbi. Liverpool. Produktion. Bumbi. Was brauchst du? Ein Hangar. Großen Händler haben wir entdeckt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Sofonisba Angusiola. Ah, ne, ist großer Künstler. Großer Händler, Entschuldigung. Leo Tolstoy.
Ich will ja nicht auf Karten. Groß. Ein berühmter Künstler ist von unserer Zivilisation inspiriert. Ich weiß, ich weiß. Ich finde es auch toll. Sehr gut, wir haben das jetzt alles erkannt. Erforscht. Nicht erobert. So weit kommen wir noch. Fritz, was kannst du bauen? Oh, schön. Seine Schwestern im Schachspiel. Sehr interessanter Maler. Nächste Runde. Wer ist das jetzt hier? Moderne Panzerabwehr, Beförderung verfügbar. Aha. Ja. Gut. Nächste Runde. So, was treiben die anderen so? Die orthodoxe Ostkirche wird jetzt wahrscheinlich. Ja, der Griechenland hat halt den Katholizismus hier doch tief verwurzelt. So dass die Apostel das gar nicht so leicht haben. Ein Traum ist unerlässlich. Alles klar, schon wieder. Moderne Panzerabwehr, was? Zukunftstechnologie? Ja. Produktion wählen. Ein Zentrum. Panzerabwehr, da stehen bleiben. Du, noch eins. Philipp der Zweite von Spanien. Das ist echt krass, wenn man die Mode von damals so sieht. Ja, mit diesem riesen Kragen, die müssen im Sommer geschwitzt haben wie die Irren. Daran kann man sie ja nicht gewöhnen. Überall einen riesen Kragen gehabt. Ich sehe gerade einen schönen Effekt. Er ist zwar nicht auf Wasser, sieht trotzdem schön aus, wie hier das Gras weggedrückt wird. Eine benötigt Befehle. Ah. Natürlich der wieder. St. Petersburg. Wah! Hilfe! Einmal außen rum. Der hat noch einen. Ägypten hat hier noch einen Wissenschaftler sitzen. Der hat noch einen Künstler. Warum macht er das? Wohl zwei Künstler, warum macht er mit dem nichts? Ich werde es nicht verstehen. Er hatte gerade ein bisschen Stress, ne, mit Japan. So, gucken wir mal. Ja, wir machen ein wenig los heute. Wir warten eigentlich nur darauf, dass das Zeug fertig wird. Ah, Naturforscher. Wir müssen noch dahin. Was kann ich mit diesem Naturforscher machen? Kannst du ja noch irgendein Barbaren laden, was man entfernt kommt? Ja. So, und jetzt haben wir alles erkundet, was erkundenswert ist. Wir wissen jetzt, hier gibt es nichts mehr, nicht mehr viel Platz. Zum Siedeln. Ja, nun reicht doch. Ephesus benötigt mehr Wohnraum. Ja, geht ja noch. Schlimmer. London. Seehafen, den haben wir schon mal gebaut. Ich baue den mal aus hier. Der Naturforscher. Was muss denn? Was kann der Naturforscher denn auch machen? Was kann ich mit dem machen bei ihm denn? Mach das ja mal los. Was man nutzen kann. Du baust dein drittes Gemälde. Er guckt aber streng. Und somit hängt ihr alle in Mbamba. Mechanisierte Infanterie, Schlachthof. Und
Weiter geht's. Mal gucken, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe mir wieder keine Zeit genommen. Ah, ja, passt. Oha! Du willst also ein Geschenk von mir. Das ist interessant. Vielleicht würde mehr haben. Na komm. Und ja. Nein. Das ist sehr schade, ich weiß. Aber so ein furchtbares Angebot. Das nehme ich nicht an. Na, halala. Pelze, Tee, Gewürze. Okay. Tee. Okay, passt. Weil Tee ist gut. Für Körper und Geist. Zum Polarkreis. Nächste Runde. Ja, es passiert ja nicht mehr viel. Wie weit ist ja nicht mein Ding? 10 Runden noch. Mein Gott, wie kann ich das nur beschleunigen? Wie kann ich das nur beschleunigen? Das bringt überhaupt nichts. 58, das ist glaube ich die Stadt mit den meisten. Die meisten Produktionen. Kann ich kaufen vielleicht? Nee, wenn ich das mit dir brauche, kann ich auch nicht. Kann ich nichts machen. Schade. Ephesus, du hast doch aber irgendwie Schmerzen mit dem Bart. Ja, machen wir. Naturforschung. Muss sich auf einem gültigen Geländefeld mit Nationalpark befinden. Um einen Nationalpark zu errichten, muss ich im Nationalpark sein. Ah ja. Okay, das probieren wir nochmal in unseren Landen. Hier zum Beispiel. Nächste Runde. So, wenn der Naturforscher da ist. Ah je. Wurde wieder Spionage unterbunden, oder? Birmingham. Braucht mehr Wohnraum? Ja, ist in Arbeit. Ach, getötet, holala. Tja, das ist aber tragisch. Müssen wir, glaube ich, gleich mal ein Wörtchen mit Kleopatra sprechen, was der Blödsinn denn eigentlich soll. Und der Profisport wird erstellt. Na, Cleo, was geht ab? Diskutiere. Hast du das schon mal versprochen? Also, ich hatte Stress mit dem, mit dem, mit dem. Okay. Oh, die vertragen sich wieder. Der ist sogar Best Buddy. Von. Den hier. Okay. Gut, dann gibt's nichts weiter. Tja, ich fürchte, das geht so weiter bis zum Ende. Es sei denn, hier fällt noch mal einer ein. Oder ein Banzan Zinger überlegt es sich noch hier, irgendwas zu tun.
kann man ja ein bisschen provozieren. Wenn wir dann irgendwann wieder dran sind. Aber ich denke, die kriegen wir schon dazu, dass der sich ja noch ein bisschen vertut. Genau. Du kommst hier hin. Du. Hoppala. Ich. Hier hin. Genau, nimm die Straße. Das Ganze auch viel schneller. Und voll. So, du bist also auch jetzt unten angekommen. Hier gibt es echt nichts. Musst du echt da drauf fahren? Ich glaub's ja noch nicht. Händler nach Kongo. Ich würde den gern in eine andere Stadt transferieren, und zwar nach Liverpool. Produktion Bumbi. Ein. Nicht krank. So. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Die nächste Serie wird auf jeden Fall ein Schwierigkeitsgrad höher sein und keine Riesenkontinente beinhalten. So dass das vielleicht ein bisschen angenehmer zu spielen ist hier mit so einem Riesenkontinent. Da hat man nicht am Anfang so viel Stress mit den Leuten, weil man sich halt sehr viel später trifft. Man muss seine Schritte wahrscheinlich auch etwas besser koordinieren. Weil hier diesen Kontinent zu erobern, das war jetzt mehr oder weniger ein leichtes und wird jetzt auch ein sehr leichtes sein, ihn hier einfach wegzuboxen. Aber wir sind ja friedliebend, meistens. Die Zukunft scheint weit weg zu sein, aber eigentlich beginnt sie genau jetzt. Sehr schön. Du bist jetzt in Liverpool. Liverpool braucht Produktion im Bombi. Jo. 6 Runden noch. Eritrea, die Stadt transferieren. Liverpool. Das war schon wert. Vielleicht sollte ich sich hier gehen. Nächste Runde. So. Ah, hier wird wieder ein bisschen was verschoben. Jakarta Fregatte. Mhm. Aber die nicht repariert. Oh nein. Helikopter auch schon da. Nach. Manchester. Produktion wählen in London. Ein Kraftwerk. Nächste Runde. Jetzt ist er da. Natürlich machen wir hier Übungen. Oh, ich kann nicht befördern. Kampfstärke gegen Kavallerieabwehr. Kampfstärke beim Angriff von fernen Belagerungseinheiten. Das ist schon. Und wir würden die Kanone eigentlich nur bloß schädigen. Da schauen wir mal. Nun gut. Aha, orthodoxe Ostkirche. Jetzt geht's doch langsam voran. So. Wenn die Leute ihren Zug getan haben, machen wir auch hier Schluss. Ich sag schon mal bis zur nächsten Runde. Wenn Gewinne nicht alles ist, wieso werden dann die Punkte gezählt? Ja, cool, ne? Was haben wir hier? Theaterplatz, Arbeit. Ja, liebe Freunde.
Bis die Folge werde ich jetzt hier beenden. Ich sage tschüss, bis bald, gehabt euch wohl, euer Thomas.